Der Heilige, der auf der Insel Korfu am meisten verehrt wird, ist der Heilige Spiridon. Die Bewohner nennen ihn einfach nur der Heilige. Viele Pilger begeben sich auf die Insel nur aus einem Grund, dem heiligen Bischof und Wundertäter zu begegnen, der durch seine Treue gegenüber Gott, seine Liebe zu den Menschen, Einfachheit und Demut bekannt wurde. Der heilige Spiridon wurde auf der Insel Zypern im Jahr 270 in einer Bauernfamilie geboren. Vom Beruf war er ein einfacher Hirte. Zuerst heiratete er und bekam eine Tochter, Irina. Doch das Familienglück dauerte nicht lange. Nach ein paar Jahren Ehe verstarb seine junge Frau. Manch einer würde fragen, wenn der heilige Spiridon ein gerechter Mensch war, warum hat Gott zugelassen, dass ein solches Unglück über sein Haus kommt? Doch Gott hat nicht immer unser irdisches Glück vor Augen. Das Wichtigste für ihn ist unsere Errettung. Er hat einen Heilsplan für uns. Die Frau des heiligen Spiridon ist so früh verstorben und hat sich der Schar der Heiligen im Himmel angeschlossen, weil der Herr noch große Pläne für den Hirten aus Zypern hatte. Nach dem Ableben seiner Frau wurde Spiridon Mönch und schon bald wegen seiner Güte und Frömmigkeit zum Bischof geweiht. Sein wohl größter Einsatz für die Kirche war während des Ersten Ökumenischen Konzils, das zusammengerufen wurde, um über den Arianismus zu beraten. Arius war ein Bischof, der behauptete, dass Gott nicht die heilige Dreiheit sei, sondern dass er nur eine Hypostase habe, Gott Vater, und dass Jesus von Gott geschaffen wurde. Viele Bischöfe sind damals dieser Häresie verfallen und sogar der Imperator war den Arianern zugeneigt. Während des Konzils wurden lange Debatten geführt, doch einen Wendepunkt stellte das Wunder des heiligen Spiridon dar, welches vor allem auf die Herzen der Väter wirkte. Er ergriff das Wort, stellte sich in die Mitte des Saals. Dort nahm er einen Ziegelstein, hob ihn in seine Hand und sprach: Im Namen des Vaters. Daraufhin brach aus dem Stein eine Feuerflamme in die Luft. Dann sagte er: Und des Sohnes. Und aus dem Ziegel floss Wasser auf den Boden. Und des Heiligen Geistes, fuhr er fort und öffnete seine Hand. In dieser befand sich der Lehm, aus dem der Ziegel gemacht war. Auf diese einfache Art und Weise offenbarte sich durch den heiligen Spiridon die heilige Dreiheit. Den Vätern des Konzils wurde durch dieses Wunder klar, so wie in dem Ziegelstein untrennbar Lehm, Wasser und Feuer vereint waren, sind in dem einen Gott der heiligen Dreiheit Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist eins. Der heilige Bischof erklärte: Das sind drei Elemente, doch der Ziegelstein ist einer. So auch in der heiligen Dreiheit, drei Hypostasen, aber die Gottheit ist eins. Nach der Rückkehr vom Konzil in die Heimat blieb der heilige Spiridon wegen seiner großen Demut weiterhin ein Schafshirte, obwohl er das Bischofsamt bekleidete. Deshalb ist er der einzige Heilige, der in einer griechischen Hirtenmütze abgebildet wird. Aber auch für die Menschen erwies er sich als guter Hirte, Lehrer und war schon zu Lebzeiten ein Wundertäter. Einmal hat der Heilige einen Händler Schafe aus seiner Herde verkauft. Der Handel ging um 100 Schafe, doch der Käufer litt an der Leidenschaft der Habsucht und gab Spiridon nur das Geld für 99 Tiere. Der Heilige zählte nicht nach, legte das Geld beiseite und ging mit dem Käufer aufs Feld. Dort sagte er: Nehme so viele Schafe mit, wie du bezahlt hast. Der Mann trieb von der Herde 100 Tiere zur Seite. Alle kamen mit, doch ein Schaf lief zurück. Er versuchte es nochmal und es lief wieder zurück. Dann nahm er es auf seine Arme, aber es fing an, sich zu wehren, rumzuschlagen und hat sich wieder herausgerissen. Sodann sprach ihn der heilige Spiridon an, aber mit Sanftmut, um ihn nicht vor den anderen bloßzustellen. Freund, vielleicht hast du dich bei der Bezahlung verzählt und nicht das Geld für alle Schafe dagelassen. Geh lieber nochmal ins Haus und zähle nach. Der Mann verstand die Lektion, entschuldigte sich unter Tränen vor dem Heiligen und gab das Restgeld. Daraufhin ist das Schaf von selbst von der Herde zu den verkauften Tieren rübergegangen. Ein anderes Mal kam der Heilige in eine Kirche seines Bistums zum Gottesdienst. Aus der Liebe und Nachsicht zu den Gläubigen
sagte er dem Klerus, sie sollen den Gottesdienst nicht zu lang strecken und rasch zelebrieren. Doch ein Diakon missachtete die Einweisung. Er trug die Ektenien langsam vor, um den Betenden seine schöne und kräftige Stimme zu präsentieren. Sein Laster war die Eitelkeit, der Wunsch, vor den Menschen Lob und Anerkennung zu bekommen. Als Spiridon das bemerkte, schrie er den Diakon an: Schweig, Ungehorsamer! Daraufhin verstummte der Diakon und konnte nur noch unklare Laute von sich geben. Im Anschluss des Gottesdienstes kamen die Verwandten des Diakons zum Heiligen und baten ihn um Nachsicht. Und auch der Verstummte selbst warf sich vor die Füße des Bischofs nieder und flehte um Verzeihung. Als Spiridon die Reue des Mannes sah, betete er und der Herr gab ihm die Stimme zurück. Jedoch war diese nicht mehr so melodisch und kraftvoll wie vorher, um ihn vor der Leidenschaft der Eitelkeit zu bewahren. Der heilige Spiridon hat auch viele Wunder getan. Mit seiner verstorbenen Tochter Irina hat er im Grab gesprochen, um zu erfahren, wo diese einen ihr vor ihrem Tod anvertrauten Wertgegenstand versteckt hat. Die Tochter wachte von den Toten auf und antwortete ihm. Daraufhin verabschiedete sich Spiridon von ihr bis zum Wiedersehen in dem himmlischen Königtum. Ein anderes Mal hatte er sogar ein verstorbenes Kind von den Toten auferweckt. Als die Mutter das sah, war sie so schockiert, dass sie selbst einen Herzstillstand erlitt und umfiel. Spiridon betete nochmal und auch die Frau wurde vom Herrn wieder lebendig gemacht. Nach dem Ableben des heiligen Bischofs hörten die Wunder nicht auf. Die Bewohner der Insel Korfu, auf die die Gebeine des Heiligen gebracht wurden, berichten von vielen seiner Wundertaten. So wurden die Korfioten mehrfach wundersam aus Dürreperioden gerettet und von der Pest bewahrt. Während des Zweiten Weltkriegs hatte die Insel keine Luftabwehr, sodass die italienischen Bomber tief fliegen konnten. Doch die Bewohner berichten, dass viele Bomben auf unerklärliche Weise abgelenkt wurden und ins Meer fielen. Auch heute gibt es viele Zeugen, die über die Wunder des heiligen Spiridon berichten. Kranke werden geheilt, Stumme werden sprechend, unfruchtbare Paare bekommen Kinder. Menschen in Notlagen erhalten Beistand. Wunderbar ist Gott in seinen Heiligen, der Gott Israels, heißt es im Psalter. Diese Aussage trifft auf den heiligen Spiridon voll zu. Durch sein Leben, seine Werke und seine Wunder zeigen sich die Größe und die Macht des Allerhöchsten. Jährlich kommen Zehntausende Pilger auf die Insel, um vor den Reliquien des Heiligen zu beten. Das Besondere an diesen ist, dass sie unverwest sind. Außerdem haben sie von selbst aus stets die Temperatur eines lebendigen Menschen. Die Reliquien des Heiligen werden in einem verschlossenen Schrein aufbewahrt, der zur Verehrung von den hiesigen Priestern mit zwei Schlüsseln geöffnet wird. Man muss beide Schlüssel gleichzeitig drehen, damit der Schrein aufgeht. Doch manchmal funktioniert das nicht. Die Schlüssel lassen sich nicht umdrehen. In dieser Zeit soll der heilige Spiridon durch die Insel gehen, beten und Menschen helfen. Das wird von einer interessanten Tatsache belegt. Jedes halbe Jahr ziehen die Kirchendiener die Kleidung auf den Reliquien des Heiligen um, weil diese, genauso wie seine Schuhe, abgenutzt und schmutzig werden. Die alte Kleidung des Bischofs wird in kleine Teile zerschnitten und an Gläubige verteilt. Wer also einmal hier auf Korfu ist, kann eine Ikone mitnehmen, in der ein Stück Stoff eingewebt ist. Manchmal werden auch solche Segen mit einem Stück Stoff des heiligen Spiridon bzw. seiner Kleidung verteilt. Das Leben des heiligen Spiridon zeigt uns, dass die Kraft Gottes auch in einfachen Menschen offenbart wird. Seine Weisheit bleibt oft den Gebildeten vorenthalten und entfaltet sich nicht in Koloration zum akademischen Grad des Menschen, sondern zu seiner Festigkeit im Glauben, zu seiner Demut und zu seinem Vertrauen auf den Herrn. Heiliger Vater Spiridon, bitte zu Gott für uns. Yeah.
konzis. Und als Wundertäter hast du dich vor tragender Vater Spiridon erwiesen. Des Chor hast du mit einer Toten im Grabe gesprochen und eine Schlange in Gold verwandelt. Und als du deine heiligen Gebete sangest, hattest du Engel, die zusammen mit dir dienten, Hochgeweihte. Ehre dem, der dir Kraft gab, Ehre dem, der dich kränkte, Ehre dem, der durch dich allen Heilung gewirkt. Von Gesehen sucht nach Christus verwundet Hochgeweihte Herr, und in der Geistkraft beflügelt durch den Glanz des Geistes, was du in deiner tätigen Schale hat gefunden, Gott begeistert das Spiridon. Du bist ein göttlicher Opferreiter geworden, erflehend allen die göttliche Erlaubnis.